Einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns hier mal wieder bei der Gilde 3 in der Early Access Version und zwar EA 0.5.5. Letzte Patch wurde am 29. August zur Verfügung gestellt. Herzlich willkommen im 10. Teil der Gilde 3. Ich hatte zwischendurch einen neuen Spielstand wieder anfangen müssen, aus dem einfachen Grund, weil es dafür technische Gründe gab. Hab jetzt aber einen Spielstand zum Laden, keine Panik, ich fange nicht wieder von vorne an. Natürlich gibt's wieder den Walter Müller aus Magdeburg. Jetzt kann man direkt mal schauen, wie der Ladebildschirm relativ komisch ausschaut. Liegt vielleicht an meiner 21:9. So, jetzt sind wir da. Was mir als allererstes aufgefallen ist, auf der rechten Seite beginnt man erstmal sofort mit Pause. Und das hat sich hier so ein bisschen geändert. Und zwar ist es jetzt in Dezimalzahlen. Also man kann es 0,5-fach laufen lassen. Das heißt halb so schnell wie normal. Dann auf die normale Geschwindigkeit. In zweifacher Geschwindigkeit und dreifacher, vierfacher Geschwindigkeit. Und dann ist Schluss. Okay, normaler Geschwindigkeitsmodus. Guten Morgen. Und wir schicken den Walter nach Hause. Wir haben hier immer noch eigentlich im Grunde genommen das Gleiche zu erledigen. Wir versuchen Geld zu verdienen, um irgendwie weiterzukommen. Aufgefallen ist mir, dass die Preise im oder beziehungsweise beim Marktplatz ziemlich variieren. Also die steigen und sinken, steigen und sinken. Wenn man da nicht aufpasst, dann hat man ruckizucki ordentlich Minus gemacht. So, jetzt wir haben da ja 10-mal Holz. Ich hatte da so schon mal so ein bisschen auf Lager getan und wir haben 30 mal dieses Eisen und wir können jetzt hier mal ganz auf die Rasche, ihr habt da natürlich auf vierfache Geschwindigkeit gestellt, Dolche produzieren und zwar habe ich dauerhaft produzieren eingestellt, also das heißt, der produziert dann Dolche so lange bis Materialien aufgebraucht sind. Wir haben jetzt dann wohl 10 Stück rausbekommen. Die können wir jetzt direkt in die Tasche tun. Ich habe immer noch nicht mehr davon. Ich weiß auch nicht, wie ich die bekommen kann. So, jetzt haben wir die Dolche in der Tasche und spazieren flugs zum Marktplatz, um die da zu verkaufen, abladen. Jetzt ist ein bisschen Gewinn gemacht, weil ich geguckt habe, dass ich günstig einkaufe, weil der Holzpreis, der liegt jetzt bei 16,20. Da sollte man niemals kaufen. Der Bestand davon, ich mache es mal wieder ein bisschen auf normal oder weniger, der Bestand davon ist auch nicht immer voll. Es gab schon Zeiten, da war gar kein Holz da. Wenig Holz, hoher Preis, viel Holz, niedriger Preis. So ähnlich verhält es sich offensichtlich auch mit dem Eisen. Ich habe Eisen für 5 schon gekauft und habe dadurch natürlich dann wesentlich mehr Gewinn, wenn ich damit
produziere, als wie wenn ich es teuer kaufe. Jetzt geht der Holzpreis langsam runter. Das heißt, man könnte vielleicht noch ein bisschen warten. Bei 8 ist schon mal gut. Dann nehmen wir mal Holz anstatt Eisen. Okay. Und der Walter müsste jetzt zurücklaufen. Da läuft er. Gut, okay. Ja, wieder ein bisschen langsamer machen. Da muss man wohl immer ein bisschen rumspielen, wenn man ungeduldig ist, abladen. So, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, wieder Dolche zu produzieren. Und drehen auf 4 hoch. Man kann das übrigens mit der Tastatur Plus und Minus einstellen. Man muss nicht mit der Maus da dran rumfummeln. So, Dolche werden produziert. Diesmal dann natürlich nur, nee, auch wieder 10 werden dabei rauskommen. Und wir haben links oben in der Ecke, sieht man, wir haben 364 Taler. Rechts sieht man, wir haben Sommer, 1405. Die Uhrzeit, die Flitzer natürlich. Die Jahre, die gehen übrigens auch relativ schnell vorbei, weil der Walter Müller ist jetzt schon 25, ne? So, jetzt ist alles fertiggestellt. Das heißt jetzt wieder einladen. Man könnte vielleicht einfach hier auf der rechten Seite einen Button machen, der dann da heißt einladen. Das wäre recht praktisch, wenn man einfach alles einladen kann, was man einladen kann. Mit einem Knopfdruck. Das würde mir persönlich jetzt ziemlich gefallen. Wir gehen jetzt wieder zum Lager, ja, zum Marktplatz. Dieses ein bisschen hurtig. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt ausladen. Zack. Wir haben 594. Jetzt sieht man wieder, dass eigentlich beides recht günstig ist. Also nehmen wir mal ruhig 10-mal Eisen mit. Mehr können wir wieder nicht und wir müssen wieder zurück. Genau, wieder normal stellen, dann abladen und wir stellen einfach mal Beschläge her. Unser Kontostand liegt bei 514. Oha, ich krieg ein Kompliment gemacht, allerdings von einem männlichen Mitbürger. Ja, und dann ist natürlich ein Ärgernis, bei sowas wird die Produktion komplett einfach so mal stillgelegt, ne? Nur weil da so ein Hansel kommt, der da meint, ein Kompliment zu machen. Ich würde ja hier gerne mal zeigen, wie die Sache mit heiraten und Kinderkriegen funktioniert. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Hier wollte ich euch einfach nur noch mal zwischendurch mal eben ganz auf die Rasche zeigen, wie der Stand ist. Spiel kann jetzt vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen als ganz zu Anfang. Man muss sich da mal reinfuchsen. Ich werde nebenbei hier mal ein bisschen vorspielen, um dann nachher den Teil 11 vielleicht ein bisschen fortgeschrittener euch zeigen zu können, weil das ist denkbar langweilig zuzugucken, wie der Walter Müller von seinem Zuhause zum Marktplatz hin und her rennt und irgendein Zeug verscherbelt. Ja.
So viel soll es für jetzt und hier auch schon gewesen sein. Ich melde mich hier wieder in vollkommen unregelmäßigen Abständen und werde euch diesbezüglich Gilde 3 auf jeden Fall auf den Laufenden halten und hier mich wieder bei euch melden. Ich bedanke mich für euer Interesse, bedanke mich fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Seedrit Games and More von mir, Exposito, die Gilde 3. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.